Und er hatte einen wirklich sehr kleinen Penis. So, aber noch so kindlich, weißt du? Und hat einen, okay. Das ist ja wie dieses Your Body, My Choice Ding. Ne? Das haben sie jetzt auch umgedreht. Das ist auch schwule Männer, das halt unter heterosexuellen Leuten das auch schreiben. So, Your Body, My Choice. Auf einmal regen sich alle Männer drüber auf. Was, das die Schwulen dann, die einfach rapen oder inwiefern? Ja, aber die nehmen, die greifen das auch nur auf, ne, um den, naja, um den Heteros zu zeigen, dass es halt ein dummer Spruch ist. Mhm. So, wenn es Männer betrifft, dann ist auf einmal, oh, nee, das ist mein Körper. Ja, ich würde lieber sagen, your ears, our choice, denn wir choisen jetzt eure Ohren mit Scheiße zu füllen. Ist es nicht krass, dieser Gedanke zu wissen, dass uns gerade 100 Leute zuhören, eine Stunde lang, wie wir hier einfach reden. Die armen Schweine. Wir könnten alles sagen. Ja. Wir haben gerade die Verantwortung für eine, für, weiß ich, hunderte Male eine Stunde Hörgenuss. Ja, das ist schon Genuss steht noch in Klammern. Das müssen die Leute noch entscheiden. Aber wir hier werden auf jeden Fall die schweren Themen der letzten Woche in ein witziges, kleines, buntes Korsett verschnürt und sich drüber lustig gemacht. Denn mehr kann man da auch nicht mehr machen. Nee, das geht nicht. Die Welt geht unter. Wir sind quasi die Geigenspieler der Titanic und ja, spielen kommt ganz bis gut zum hin. Schluss. Das sind wir. Nur, dass wir halt Kazoo spielen. Ich Geige. Oder so, stimmt. Du spielst Kazoo, ich mache so Ausdruckstanz dazu. Doch, passt ganz gut. Das passt gut ins Bild. Und ihr seid die Menschen, die Touris auf der Titanic. Mhm. Auch ihr müsst sterben, wir auch, aber wir machen es uns gemütlich. Ja. Und machen nochmal lustige Sachen davor und mal gucken, wer DiCaprio sein darf. Die Titanic ist halt nicht so der perfekte Vergleich, finde ich, weil man ist ja nicht automatisch tot, wenn man im Eiswasser landet. Also, wenn dich keiner abholt, dann hast du halt einen sehr langen, langsamen, schmerzvollen Kacktod. Oder weiß ja, ich gar aber nicht, ob es man überlebten ja doch auch Menschen auf der Titanic. Natürlich haben einige überlebt, aber ich meine nur, es wäre besser, wenn die Titanic in Lava versinken würde, dann wäre es eindeutiger. Und dann würde ich wirklich sagen, die Leute, die sich vor uns hinsetzen mit Ausdruckstanz und Kazoo und warten, dass sie in der Lava versinken, die haben ein besseres letztes Leben als die Leute, die irgendwie versuchen noch, weiß ich nicht, in Panik auszubrechen, sich zu retten. Und deswegen seid ihr hier genau richtig. Aber es braucht ja auch die Leute, die noch arbeiten und Hoffnung haben in die Gesellschaft. Nicht, wenn da unten Lava ist. Ja, dann nicht. Aber ist denn schon Lava? Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wie viel Lava ist das? Wie heiß ist die? Gibt es Lava überhaupt? Ne? Mhm. Das ist ja die Philosophie, die uns trennt. Das kann uns nur einer beantworten. Shaggy, der ist nämlich Mr. Lava Lava. Das stimmt. Alter, Shaggy, ich habe den auch letztens wiederentdeckt, so vor einem halben Jahr. Ich habe übelst Shaggy in meine Gehörmuscheln gepresst. Übel geil. Geiler Musiker gewesen. Mal gucken, was wir euch in eure Gehörmuscheln reinpressen. Ja. Denn wir sind der Brennpunkt Internet. Ja, das sind wir. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wenn wir jetzt einen Brennpunkt machen würden. Die Folgen. Würden. Nur rein hypothetisch. Ja, die Folgen, die wir nie aufgenommen haben, weil das Mikro ausgefallen ist, die waren Brennpunkt Intranet. Mhm, die waren nur für uns geeignet. Das ist sehr ausgefallen, was du dir da überlegt hast, gerade eben. Mhm. Ist mir gerade so eingefallen, ganz spontan. Marlene ist leicht kränklich im Bett. Ich muss heute mich doppelt anstrengen für Wortspiele. Hoffentlich nicht wegen gestern, wegen uns. Tingo hat uns heimtückisch in eine Falle gelockt. Wir sind nämlich beide Katzenallergiker. Und bei mir hat es auf die Lunge geschlagen, bei Marlene eher so auf die Nase, beziehungsweise, wie sagt man ja, doch das Nase wahrscheinlich, ne? Ja. Das Niesen. Und hinterher, als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, hat dann übelst angefangen, mein Auge so zu brennen. Nee, du hast geweint, weil schon vorbei war die Party. Das stimmt. Das war sehr traurig. Wenn die Katzen mal tot sind, verspreche ich euch, dann gibt es richtig coole Partys zu Hause. Dann könnt ihr auch feiern bleiben, wir, Katze tot, yippie. Nee. Das wollen wir ja nicht hoffen. Batman und Joker war es, ne? Genau, die beiden Jungs. Ja, das ist doch schön. Die sollen sich doch für immer und ewig bekriegen. Für unser Entertainment. Nee, für immer ist auch blöd. Ich finde es schon okay, dass Haustiere auch mal sterben. Das sage ich denen aber noch, so. Aber noch sollen sie nicht sterben. Okay. Da ist übrigens Katzenfutter. Das hat Lars letzte Woche mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst. Das war wieder so ein random Ding von Lars. Guck mir gerne an. Der hat keine Katze. Ja, also witzig. Nimm mit, das liegt hier nur rum. Ach, warum nicht? Ja. Also, saftiges Aloha haben wir schon gesagt, wir ordnen die letzte Woche für euch ein und natürlich sind da viele tolle Dinge passiert. Ich habe schon geteased, vielleicht wird der Name der heutigen Folge, ihr wisst es ja jetzt schon, Mike Scheißen und Shit Paul sein, weil wir haben nichts daraus gelernt aus Schlag den Raab wortwörtlich mit Regina Halmich.
Es wurde ein weiterer Showkampf angehypt und alle so, oh ja, Jake Paul kriegt aufs Maul, cool. Die Menschen lieben ich das. Ich gebe Geld aus und gucke mir das an und bin gehypt und siehe da, es war auf vielerlei Ebenen enttäuschend. Also auf jeden Fall war der Kampf an sich enttäuschend. Die Meinungen gehen etwas auseinander, ob es jetzt wirklich mit Absicht scheiße war oder ob wirklich Mike Tyson mit seinen 58 Jahren so fragil ist. Ich will ja gar nicht alt sein, wenn man alt sagt, dann ist das so ein Stereotyp. Und man sagt eher fragil, würde ich sagen, oder gebrechlich. Wie alt ist er, 58? 58, ja. Ja, fast 60. Naja, also ist eigentlich nicht so alt, wenn du dir überlegst, dass irgendwie Bela B. ist 62 oder so. Er ist so älter, ne? Das ist das schon stimmt. irgendwie... Und er sieht ja an sich noch fit aus, so, aber seine Bewegungen waren halt nicht so. Aber was auf jeden Fall natürlich passiert ist, ist, dass da ultra viel Geld geflossen ist. Ja. Und dass er verliert, war für mich schon klar in dem Moment, als ein kleines Interview-Schnipselchen viral gegangen ist im Vorfeld. Da hat er nämlich mit einer Minderjährigen irgendwie geredet. So fängt's an. Das geht nicht in die Richtung, die ihr jetzt schon wieder denkt. Dafür, das macht dann der neue Generalstabsanwalt von den Vereinigten Staaten, ja. mit Jugendlichen Sex haben. Dazu aber da kommen wir später zu. Nee, also dieses Interview geht halt in eine sehr düstere Richtung. Ups, jetzt muss ich gleich gucken, ob das noch aufnimmt. Habe ich das Mikrofon getreten, weil ich dachte, das ist Mike Tyson. Und der redet halt mit dem Kind und sie fragt so, ja, und was ist dein Legacy, was du hinterlassen willst? Du bist ja eine Legende, aber was ist dein Erbe, was du... Und er dann so von 0 auf 100, ja, was für Erbe, Alter, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann verwese ich im Boden, sozusagen, weißt du? Ist doch scheißegal, du bist dann tot. Ist mir doch egal. Und da war mir eigentlich schon klar, ja, halt wirklich so von 0 auf 100, ja, wir werden dann von Maden aufgefressen, das zählt doch alles nicht, lass mich in Ruhe. Da ist die Wahrheit, ne, letztendlich. Ja. Und da war mir eigentlich schon klar, dass der auf keinen Fall gewinnt, dass der sehr viel Geld bekommen hat, dass er weiß, dass richtig sein Ruf viel. Dadurch einen Schaden nimmt. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, und, das war richtig viel, ja. So ist es dann halt auch gekommen und ich war so klug und habe es nicht geschaut, weil es mir auch völlig am Arsch vorbeigeht. Ich will auch Boxen, also würde ich mir 100-mal lieber Wrestling angucken ja, als Boxen. Ja, same, Alter, same. Oder wenn schon so MMA, weißt du, durch so Kickboxen und so mit ein bisschen Wrestling drin. Ja, obwohl ich das spannend. Schon, also da würde ich schon wieder sagen, das ist fast ein bisschen zu dumm. Weil die ja da echt knallhart rangehen, sag ich das mal. Das ist ja Spaß gerade. Ja. Das sind zwei Menschen mit Konsens, die sich auf die Fresse hauen. Das ist ja, das aber, voll spannend. Also, okay, wenn du das, also das findest du klug, aber wenn jemand sich irgendwie von der Mauer runterschmeißt, 5 Meter, dann findest du ja auch gut. Mist. Ja, das ist Wrestling, hallo? Ja. Es lebt von hohen Sprüngen, von der heilen Decke nach unten. Haben nicht alle überlebt, ne? Thema Owen Hart, aber ja. Die meisten überleben das und das ist halt das Faszinierende daran, dass sie da oben stehen, sich dann so 10 Meter in die Tiefe schmeißen und trotzdem noch leben, das ist krass. Und das kannst du ja nicht faken, wenn viele immer sagen, Wrestling ist fake, aber so ein Sprung, so ein Fall kannst du ja nicht faken. Ja. Egal, wir kommen vom Thema ab. Ich habe einen kleinen Kommentar dazu gelesen, den ich ganz nett fand, für die Leute, die quasi da stundenlang, das war genau wie bei Stefan Raab, man musste ewig warten, dann haben da vorher noch andere gekämpft. Und das war wohl viel besser, whatever. Und an diese Leute gerichtet, Tyson got the money, Jake got the win, ja. Netflix got the viewers and you, my friend, got a lesson for life. Weil man halt gewartet hat für nichts sozusagen. Das lief ja auf Netflix, ne? Das war ja sozusagen ich guck mal, ob's noch aufnimmt. Der erste Netflix-Sport-Livestream, kann man sagen. Netflix wollen jetzt mehr einsteigen, auch in die Sportbranche. Auch WWE Raw wird ab Januar bei Netflix ausgestrahlt werden. Robin hebt seine Hand hoch. Naja, mein Bildschirm geht. Achso, Bildschirm an. Geht. Ich rede einfach weiter. Und die wollen jetzt mehr in die sportlichen Events einsteigen. Daumen nach oben, wir laufen noch. Und es war wohl einer der. Oh, ich lauf heiß und geil aus dir raus. Einer der ersten Versuche. Und Logan Paul ist ja der Bruder von Jake Paul. Der hat jetzt sozusagen seine. Also, Jake Paul ist aber der geboxt hat. Genau, Jake okay. Paul. Ah, ich habe Logan Paul aufgeschrieben, aber Nee, Paul. Genau. Und der will Profiboxer werden. Hat auch ganz schön aufgepumpt, tatsächlich. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, was, also, ob da mehr als nur Geld und Fame dahinter steckt, gegen einen so alten Mann anzutreten, weil die sind ja auch privat befreundet, habe ich gelesen, die sind richtig gute Freunde und jetzt weiß ich aber nicht, inwiefern sie sich im Vorfeld wirklich gezofft haben, weil es gab ja auch nochmal so eine Gegenüberstellung von den beiden, wo sie auch gewogen haben, wo Mike Tyson dann Jake Paul voll eine geballert hat. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das Show war oder ob sie wirklich sich. Das war auch ziemlich sicher Show. Dann wurde natürlich noch gezeigt, ja, guck mal hier, der wahre Grund, weil der geht halt so leicht auf den Schuh drauf von Mike Tyson. Genau, weil er drauf getreten ist. Das geht natürlich gar nicht. Genau. Weiß ich jetzt nicht. Aber der hat ja so schnell zugeschlagen, also so
blitzschnell. Mhm. Und das hat er halt im Kampf nicht gezeigt. Und das, also gut, ich habe mir ja auch den Kampf nicht angeguckt, sondern nur Highlights. Aber das, wenn das die Highlights waren, warum guckt man sich überhaupt Boxen an, Alter? Es waren ja auch 8 Runden. Und es gab wohl einen, also Vorsicht, Spoiler, ne? Wir werden das Ergebnis spoilern. Hat wohl nach Punkten Jake Paul gewonnen. Was viele haben kommen sehen. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Boxprofi und schaue das nicht so häufig. Ich habe auch schon mal reingeschaut, nicht in den Kampf. Aber ich meine, jemand wie Mike Tyson, der 58, der ist fast 60 und Jake Paul ist, weiß ich, 13 oder so, der ist doch viel, viel jünger und viel agiler. Und klar, dass der gewinnen wird. Viele hatten halt die Hoffnung, dass Jake Paul einen aufs Maul bekommt von Mike Tyson, so richtig. Aber ich dachte im Vorfeld schon, auf keinen Fall, der ist viel zu alt dafür. In der Halle waren wohl 70.000 Leute, also noch ein bisschen mehr. Und Jake Paul hat auch mehr Geld bekommen als Mike Tyson, was ich auch interessant fand. Und es gab wohl auch Kritik gegenüber der Ausstrahlung, denn die war wohl nicht so optimopti. Zum einen stürzte wohl die Netflix-App ständig ab bei vielen Leuten. Dann hat es ewig geladen, es hat geleckt. Es gab eine schlechte Auflösung stellenweise, weil wohl offenbar war der Zugriff zu groß. Also daran sieht man wirklich, dass es der erste Box- oder Sport-Livestream von Netflix war. Und Mikros sind ausgefallen stellenweise. Und so haben einige Menschen wohl abgeschaltet zwischendurch, wieder weil die dachten, es bringt nichts, wenn es ständig sich aufhängt. Und einige Fans haben auch während des Kampfes die Arena verlassen, weil die auch gesagt haben, das ist doch kein richtiges Boxen und so und da gehe ich wieder. Wo ich mich aber auch frage, wer zu einem Boxkampf geht, Jake Paul gegen Mike Tyson, der wartet doch wohl keinen wirklichen Boxkampf. Doch. Also, doch. Also wer jetzt Boxfan ist, geht da nicht hin. Also wie Leute, die Podcasts mögen, haben auch keinen Brennpunkt. Weißt du, das ist einfach ein ganz anderes Niveau. Das stimmt. Und da geht man natürlich einfach nicht rein. Das ist, ja. wundert mich ein bisschen. Also uns hören halt eher Leute, die so sanften Jazz immer den ganzen Tag im Hintergrund in ihrer Wohnung haben. Immer so eine Duftkerze, so genau. Räucherstäbchen. Ach so. So diese Kultivierten, weißt du? Die hören dann Brennpunkt und denken sich, oh, köstlich, Minderheiten beleidigt. Genau. Aber auf hohem Niveau, genau. Die hören uns. Ja, also es war Mike Tyson ist übrigens schwarz. Ja. Kann man auch so sagen, das stimmt. Ist auf jeden Fall relevant auch gewesen. Ja, also es ist halt in der Diskussion war es relevant, weil bevor er auf den Schuh getreten ist, hat er halt so einen Gorilla nachgemacht und dann kamen halt wieder Leute und haben gesagt, oh, macht er das jetzt, weil er schwarz ist? Ach so. Und das ist vielleicht ein bisschen hergeholt. Hätte ich vielleicht eher gewertet, weil halt einfach Boxer jetzt nicht so als die klügsten Menschen gelten. Ne? Die werden auch oft so als Primaten dargestellt. Da ich jetzt weniger auf die Hautfarbe als mehr auf den Beruf, den ehemaligen Beruf von Mike Tyson gesetzt und auf die vielen Schläge auf den Kopf, die er schon abbekommen hat. Wobei er ja unbesiegt war, oder? Ist Mike Tyson nicht unbesiegt oder so? Oder ganz wenig? Jedenfalls Mike Tyson jemand, der ganz wenig verloren hat, wenn überhaupt. Oder er hat wohl auch schon mal jemanden ein Ohr abgebissen. Also da haben auch viele drauf gewartet. Der größte Verlierer des Abends sind auf jeden Fall Boxfans gewesen. Ja. Aber das war's. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Nee, ich auch nicht. Ich finde, halt, Boxen ist noch so ein bisschen, ja, aber von diesen herkömmlichen Sportarten, die ultra beliebt sind, gibt es nur eins, was ich noch dümmer finde. Und das ist Formel 1. Ja, dieses ewige im Kreis gefahren, ne? Da kann mich wirklich keiner vom Gegenteil überzeugen. Ich höre ja manchmal hier meinen Namensvetter Robin Schweiger, meinen Homie damals von Giga, und also da in den Podcast von denen rein. Und das ist jetzt nicht mehr so, weil er das ausgelagert hat in seinen eigenen Podcast, aber der hatte dann immer so ein Segment, wo er kurz über Formel 1 spricht. So geht's und viel ist wie, wirklich, wie über die Ärzte sprechen. Wahrscheinlich, aber der ist ja, aber weißt du, Musik, da kann ja jeder sich drauf einigen. Auf Autos und Sport vielleicht ja auch. Nee. Also Autos findet nicht jeder interessant. Nee, das stimmt. Bitte, erklärt mir, geht auf YouTube, schreibt mir einen Kommentar und erklärt mir bitte, warum Formel 1 geil ist. Ich weiß, ich habe mir so das von diesem leidenschaftlichen Typen angehört. Und nein, also ja, da gibt es das Drama drumherum und Kimi Räikkönen und der ist jetzt entlassen worden, weil, ach, was weiß ich, was da passiert ist. Ist mir scheißegal. Und die fahren im Kreis und dann wird da ein Überholmanöver gemacht oder auch nicht und cool, wow. Boxenstopp und so. Also wir haben es als Familie oft geschaut, so als ich noch ein Kind war. Da lief das meistens irgendwie samstags, sonntags, morgens irgendwie beim Frühstück nebenbei, aber es ist immer nur so traurig. Und es ging ewig voran und so und du wusstest eh, egal wer jetzt gerade Erster ist, es gibt noch 100 Runden so und da kann alles noch passieren. Noch weiß eine Sache, die ich auch eigentlich, also auf dem Papier müsste die super geil sein, Skisprung. Mhm. Da
Das ist, also ich weiß, dass es nicht so ist, aber jedes, es ist einfach jedes Mal der gleiche Sprung, den man sieht. Naja, aber ab und zu der Nervenkitzel, ob jemand hinfällt, ist das eine. Ja. Ja. Wow. Also wie gesagt, mir ist bewusst, dass das nicht so ist, ja, dass da jeder Sprung gleich ist, aber faktisch springen die alle über die gleiche Rampe, machen keine Stunts oder so, sondern springen halt immer gleich. Das wäre geil. Ja, also, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie so, hier, nicht Circus Halligalli, wie hießen die, Nitro Circus angucke, da weiß ich, die machen irgendwie immer einen krassen Flip dabei oder so, irgendwas ist anders jedes Mal. Und hier siehst du einfach, und diese ganzen herkömmlichen Sportarten, ich kann wirklich nicht verstehen, wieso Leute das gucken, auch hier irgendwie, wenn Decathlon, Triathlon oder was weiß ich, irgend so ein Scheiß, ja, dann siehst du halt, wie Leute da liegen. Dann siehst du, wie ein Dings getroffen wird oder auch nicht. Müssen sie eine neue Runde drehen, wenn sie sich verschossen haben und so. Das ist so fucking boring. Und mir ist bewusst, dass vielleicht auch Leute jetzt denken, das ist doch wie Skaten, ist immer das Gleiche. Objektiv ist das Quatsch, was du erzählst, weil jeder Trick ist einzigartig. Selbst wenn du, guck mal, ja, wenn du jetzt einen Kickflip machst, jeder weiß ja, was ein Kickflip ist, plus minus. Ungefähr, ja. Ja. So, dann sieht jeder auch nicht minus. Jeder gleich aus. Aber wenn du jetzt jemanden da liegen hast, der irgendwie auf ein Ziel schießt, ja. im Winterspiele, was weiß ich, wie die Scheiße heißt, dann fällt das Ziel halt um und es sieht immer gleich aus. Ich pitche jetzt was. Ja. Und zwar eine Mischung aus Triathlon und Skateboard fahren und Tricks machen. Die Skateboard-Menschen, die machen Tricks. Mhm. Währenddessen kommt jemand von Triathlon und schießt mit so deinem Kügelchen auf die Skater. Ja. Du musst trotzdem ihren Stunt hinkriegen. Finde ich gut. Den Trick. Ja. Oder die springen einfach nur hoch mit einem Olli, aber die Leute müssen dann vor das Brett schießen, dass sie sich dann in der Luft dreht. Genau. Ja, das finde ich gut. Nee, aber die Japaner machen ja Cardskate besonders spicy für so die Normies. Die machen so eine Mischung aus dieses Ninja-Ding. American Ninja Warrior. Ah ja, das ist ja so, ja, genau. Also so ein Ninja-Parcours für Skaten quasi, wo du dann in 5 Meter Höhe über so Wasser und das so ein riesen cool. Rail hast, wo die dann da lang grinden müssen, das 10 Meter. Das finde ich cool, auch wo hier TJ das gemacht hat, dieser YouTuber, wo andere YouTuber und innen eingeladen hat, diesen Parcours zu machen. Da habe ich mir alle Folgen angeschaut, das fand ich ganz cool. Aber zum Thema Formel 1, ich kenne so 2, 3 unserer Menschen, die uns zuhören, die sehr starke Fans sind von Formel 1. Die hören jetzt nicht mehr zu, scheiße. Und ich muss auch mal an die denken und weiß auch nicht, ich würde mir es nicht angucken, also nicht mal, wenn es geschenkt wäre, weißt du? Weil gerade wenn du vor Ort bist, du sitzt an einer Teilstrecke. Alter, das ist das Allerschlimmste. Und sie ist alle halbe Stunde mal jemanden so. Da sage ich mir noch, okay, dann. Aber da wäre für mich eher dieses, vielleicht fährt mal einer in die Menge rein, weißt du. Ja, das passiert ja auch so selten leider, weißt du. Aber ist doch noch dümmer ist das ja bei Fahrrad. Wir haben ja hier auch neulich erst dieses Fahrradding durch die Weimarer Stadt gehabt. Ah ja. Und da habe ich mir auch wieder überlegt, du stehst da am Rand und hast dann wirklich irgendwie einfach mal alle Minute ein Fahrrad, was vorbeifährt. Und das guckst du dir dann aktiv an. Na, da vielleicht, weil du die Menschen kennst, die teilnehmen. Und dann hast du irgendwie die anfeuern willst oder willst okay, gucken, ob Tante Gerda noch... Nett für die, aber das sind nicht alle, die das machen. Oder ob Oma Gerda noch fit genug ist, irgendwie geradeaus zu fahren und so, das kann ich mir schon vorstellen, bei so kleinen Stadtdingern. Jedenfalls ist Sport langweilig, kann man doch eigentlich abhaken, oder? Naja, nicht alles. Also irgendwas, wo... ich guck mir ja auch Fußball an, weil das halt irgendwie sich immer anders abspielt. Ja. Aber objektiv ist halt ein Skisprung immer der gleiche. Ja, aber unterschiedlich weit, ne? Ja, wow. Das Ding. Ja klar, dann kannst du gucken, oh, der hat einen Meter mehr geschafft, aber rein optisch siehst du das nicht, klar. Du siehst es dann anhand der Linien und so. Ja. Wir wollen jetzt auch hier nicht den großen Sportbash-Podcast machen und alle Leute verkraulen. Aber ich bin im Skisprungsport einer Sache dankbar, das kann ich meinen Falco-Funfact der Woche rausholen. Okay. Denn Falco hat seinen Künstlernamen vom Skispringen. Denn er hieß ja eigentlich... Weil er immer hingefallen ist. Nicht ganz. Im Gegenteil, er hieß ja eigentlich Johann Hölzel und dachte früher schon, so kann man keinen Preis gewinnen oder irgendwie bei MTV auftreten. Deswegen hat er Skispringen geguckt, zufällig, und da gab es einen Falco Weißpflug. Und die sind auch ohne Helm gesprungen damals in den 70ern und hatte die Haare hinten gegelt. Er ist dann gesprungen ganz weit, hat auch irgendwie gewonnen. Da hat der Kommentator gesagt, und da fliegt der Falke fliegt, Falco Weißpflug. Und Falco gleich so... Muss mir die Haare schneiden, nämlich Falco nur mit C, nicht mit K. Und jetzt bin ich eine Kunstfigur. Deswegen, Skisprung hat bei mir immer einen Stein im Brett, deswegen. Danke, wirklich. Dann würde es wahrscheinlich Johann Hölzel heißen. Hier kommt Johann Hölzel mit Rock Me Amadeus. Hätte keiner gehört, glaube ich, mit dem Namen. Oder sie anders genannt, keine Ahnung. Okay, jetzt finde ich Skispringen doch cool. Dankeschön. Was ist denn sonst noch diese Woche Tolles passiert? Ja, erzählen wir das mal mit Lindner. Komm, wenn wir jetzt hier so viel über langweiligen Sport geredet haben, können wir über langweilige Politik mal reden. Weil ich habe hier jetzt nur aufgeschrieben, da war so ein Ding,
so ein großes Dokument veröffentlicht worden über die Hintergründe. Mhm. So. Genau. Also, und Lindner soll, um einen furiosen Einstieg zu haben, Lindner soll gerufen haben, er könne die Fressen nicht mehr sehen. Die Ampel fressen. Das muss ja jetzt aufgelöst werden. Es ist ja so, dass Politik auch ein bisschen Sport ist. Ne? Sehr taktisch und so. Und wer am längsten durchhält und so. Und wer auf wen schießen kann, haben wir auch schon festgestellt. Mhm. Es ist wohl so, wir haben es mitbekommen, dass die Ampel sie aufgelöst hat. Ne? Also Olaf Scholz hat Christian Lindner als Finanzminister entlassen. Woraufhin die gesamte FDP-Minister außer einer zurückgetreten ist. Wissing ist quasi aus der FDP raus und blieb Verkehrsminister, haben wir schon besprochen. Und die FDP hat dann Olaf Scholz vorgeworfen, das kalkuliert zu haben, weil Olaf Scholz danach auch die Rede abgelesen hat, die er gemacht hat vom Teleprompter. Und so war der Vorwurf, ey, du hast es doch geplant und hast nur noch auf einen Grund gewartet, uns rauszuwerfen. Mhm. Und Lindner hat quasi halb geheult vor der Kamera. Aber jetzt kam raus, dass die FDP mutmaßlich sich seit Wochen schon trifft oder Monaten schon trifft, um aus der Ampel rauszukommen, aber ohne selber rauszutreten quasi, mhm, weil sie wollten rausgeschmissen werden. Ne? Und er kam wohl jetzt raus, dass es Sitzungen, so interne Sitzungen gab, wo sie besprochen haben könnten, auf welche Weise sie den Kanzler und die Ampel abfacken können, dass sie rausgeworfen werden. Ganz jetzt grob gesprochen. Ne? Und das wurde als D-Day gehandelt intern. Genau. Und es war wohl zum Schluss nicht mehr realistisch, haben das wohl zum Schluss wieder, hier ist Kindergeschrei. Hier wird gerade ein Kind geschlachtet, ignoriert das einfach. Das ist ja normal, genau. Genau, jetzt kam wohl auch dabei raus, dass wohl die Hoffnung verflogen ist, dass es passieren könnte und die dachten, müssen es offenbar doch durchziehen. Und jetzt wirft mir der FDP halt diese Kalkulation vor, das soll unter anderem auch gefallen sein, ich kann die Fresse nicht mehr sehen, ich muss raus aus der Ampel und so ist es auch passiert. Das heißt, der Vorwurf, den die FDP an Scholz gemacht hat, hat Scholz jetzt die UNO-Reverse-Karte quasi gelegt, aus Versehen oder wer auch immer, und jetzt ist die FDP schuld und hat das quasi kalkuliert. Hinterher. So, schaffen die ihre 5% noch diese Wahl? Nein, glaube ich nicht. Also vielleicht, wenn die Wahlen wie geplant nächstes Jahr im Herbst gewesen wären, da passiert noch einiges. Aber ich glaube, nach der Aktion und da die FDP ja eh gerade bei 3% rumdümpelt, glaube ich nicht. Also die FDP wird nochmal eine Auszeit bekommen. Ja, und stattdessen wird Aktion Silberlocke gestartet von den Linken, Gysi. Und Ramelow und noch irgendjemand, die wollen jetzt da wieder frischen Wind, die alten weißen Männer. Und Heidi, ich vergesse ihren Namen immer leider, ich finde die großartig. Linke. Heidi Klum. Heidi Reichenegg, die ist bekannt, bekannt für ganz viele so TikTok- und Instagram-Reels, wo sie die AfD und die Ampelparteien quasi bloßstellt. Und die hat immer sehr gute Argumente. Ich bin bei ihr auch nicht mit allem d'accord, was sie sagt, aber ich fände es richtig cool, so ein Dreierteam zu haben aus Gysi, Ramelow und Reichenegg. Fände ich cool. Ja, an dieser Stelle mal kurz ein Einschub, Tino. Pass mal auf, ich habe mir auch ein bisschen nachgedacht. Oh, das ganze Konzept des Podcasts über Bord. Mist. Wir müssen eine Partei gründen. Und das habe ich schon vor Jahren vorgeschlagen, Robin, wenn du dich erinnerst. Ja, aber jetzt ist meine Idee. Okay, habe ich mir das überhaupt aufgeschrieben? Also pass auf, wir nennen uns die Populisten. Ja, die Populisten mit Popo ganz gut. Könnte man machen, aber dann werden wir halt nicht so ernst genommen, wie wenn wir einfach die Populisten sind. Okay. Aber habe ich tatsächlich auch überlegt, mit deiner Expertise, was Parteien angeht und mit meiner Expertise, was virale Stunts angeht, ja, werden wir das Ding groß machen. Stell dir einfach mal vor, ich würde meinen nackten Arsch präsentieren vom Bundestag und dann so ein Plakat daneben, wo noch Listen steht und dann ist das halt Werbung für die Populisten, dann rufen wir die Bild an und die ganzen Politiker müssen dann da dran vorbeigehen, wie ich da Werbung mache. Jetzt ist das nur einer von vielen Stunts, die geplant sind. Und unser Konzept ist, dass wir zum einen danach gehen, was beliebt ist in der Bevölkerung. Und zwar wirklich beliebt, also eindeutige Mehrheiten hat. Wenn jetzt irgendwie 30% sagen, Ausländer töten, dann machen wir das nicht. Wir müssen schon mindestens 51% sein. Hm.
und uns dann aber gar nicht eigene Agenten machen, sondern dass wir dann Experten konsultieren. Ja. Ja. Und um diese politisch beliebten Sachen herzugeben. Und außerdem präsentieren wir uns, da ist die Brücke, wie am ehesten noch ein Gysi, aber eigentlich haben wir das in Deutschland nicht. Und das kommt alles daher, weil ich jetzt auch beobachtet habe, wie sehr Milei aus Argentinien auch von den Right-Wingern in Amerika abgefeiert wird, weil der so unkonventionell ist. Und ich glaube einfach, die Zeit ist vorbei für die Politiker, die mit Schlips und Krawatte bei Markus Lanz sitzen und sagen, ja, wir müssen in dieser Situation aber besonnen agieren, weißt du? Da müssen Leute sitzen, die reden wie der Pöbel. Da komme ich im Spiel. Genau. Und dann wird der Kahn nochmal aus dem Dreck gezogen. Das hat zum Teil tatsächlich auch den Gedanken von der Partei gehabt. Die haben nämlich auch gesagt, die nehmen immer die Themen auf, die am beliebtesten sind. Mhm. Ne? Das war als 2003 oder 2004 gab es eine Vorsaumfrage, dass 30% der Deutschen sich die Mauer zurückwünschten. Mhm. Deswegen die Partei gesagt hat, es gibt keine Partei, die das aufgreift. Haben deswegen gesagt, wir machen jetzt die Partei und fordern die Mauer zurück. Aber haben sich dann doch für Anzüge entschieden, um eben seriös auszusehen. Und hingegen die Grünen haben in den 80er Jahren diesen Weg gefahren, von wegen, dass sie mit Sneakern und Jeanshosen in den Bundestag gegangen sind. Aber das war noch nicht die Zeit dafür. Jetzt ist war noch Zeit zu früh, dafür. Jetzt wäre es genau richtig. Und die Partei ist trotzdem einfach zu sehr als Spaßpartei da. Ich meine, man kann ja Spaß haben, aber man dann darf nicht als Satire antreten um die ganzen Leute. Also du kriegst natürlich einen Prozentsatz und die machen ja auch teilweise gute Sachen, will ich nicht jetzt haten und so. Aber du musst schlechte Sachen. Ja, auch das. aber du musst trotzdem das Ziel haben, gute Sachen zu tun. Und die Mauer, okay, ist jetzt witzig, aber also da verschwenden wir vielleicht doch ein bisschen Ressourcen, wenn wir die jetzt tatsächlich wieder aufbauen. Das kann sein. Also ich bin dabei. Ich bin, nur für den Namen zu woke. Wir müssten, wenn dann heißen, die PopulistInnen. Das ist leider. Ja, das ist halt schwierig. Nicht. Also, das ist halt, da gehen wir auch ein bisschen auseinander. Da zerbricht unsere Partei an dieser Stelle. Weil also selbst wenn ich sage, das ist eine gute Sache, sage ich dann eher, du kriegst so keine Mehrheiten und die Probleme der aktuellen Weltlage sind zu groß, um dieses gute Experiment, was wir hier am Laufen haben, daran zerbrechen zu lassen. Ja. Ich finde es immer ganz spannend, wenn es irgendwo heißt, dass, wenn über Gendern gesprochen wird, dann die Leute immer sagen, wir haben wichtigere Themen. Aber die machen das Thema ja eigentlich erstmal groß, die Leute, ne? Wenn du zum Beispiel sagen würdest, das Thema ist nicht wichtig, könntest du doch einfach sagen, okay, wir machen es einfach. Nee, also, ja. Es ist doch wichtig. Wir könnten es ja irgendwie beachten bei uns im Wahlprogramm oder was auch immer. In der Kommunikation, okay. In der Kommunikation, aber das in den Namen zu machen, das bringt uns keine Stimmen. Dann sollten wir aber auch echt nur Menschen aufnehmen, die Partei, die auch nur die männlichen Pronomen benutzen. Dann bin ich wieder dafür. Dann passt es nämlich auch. Aber pass auf, wir machen so, wir schreiben Listen groß und nehmen das halt als Parteilisten, weißt du? Es geht nicht um die Menschen drin, sondern das sind die Populisten. Die Listen, die aufstellen. Populisten, okay. Die Listen, die Menschen aufstellen, die Gutes für das Volk tun. Da bin ich dabei. Okay. Krieg mal hin. Man braucht nur für eine Parteigründung, glaube ich, so 7 Leute ungefähr. 7. Wir haben 7 Zuhörer haben wir schon. Ja. Und dann wird das. Bitte bei YouTube in die Kommentare schreiben oder bei Spotify geht ihr auch inzwischen Kommentare schreiben, wenn ihr eintreten wollt und wenn ja, was wollt ihr für einen Posten haben? Ja. Und du siehst ja auch, dass das Geschrei groß ist nach der Protestbewegungspartei und das ist aktuell nur die AfD und es kann es nicht sein, dass wir denen das überlassen. Eigentlich nicht, also eigentlich gibt es ja viele Protestparteien, ne? Es gibt ja diese Nein-Partei und so und die Partei und die Bergpartei. Das sind ja auch alle so Quatschparteien, ja? Ja, die AfD auch, die aber Populisten. Die Populisten. Ich bin dabei, ich fahre gerne meinen Kalek in die Politik, voll gerne, bin dabei. Das größte Problem, was ich damit habe, ist, dass ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Also ich habe Bock auf den ganzen Trubel drumherum, aber tatsächlich halt mich dann um den Scheiß kümmern zu müssen. Ja. Aber muss ich ja gar nicht so sehr, weil ich mache ja dann einfach nur die Entscheidung, die Experten raten. Weißt du? Du kannst ja auch der Marc Benecke der Partei werden, denn der wird immer gewählt zum Vorsitzenden von der Partei Köln, aber der sammelt keine Unterschrift, der macht keinen Dokumentenkram, der ist das Gesicht der Partei, das kannst du auch werden. Nee, ich will nicht das Gesicht sein, so ging es mir jetzt auch nicht. Und ich bin der Strippenzieher des Ganzen. Der Punkt der Partei ist ja auch, dass wir gar nicht so Strippen ziehen, weißt du, sondern wirklich das machen, was Experten beraten, aber
zu den beliebtesten Themen. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber wenn auch bei Hanflegalisierung da einfach 60% für sind, sind wir ganz klar auch dafür. Da gibt es auch einen Begriff dafür, es ist Technokratie, wenn man auf Wissenschaft hört. Technokratie ist es, glaube ich, nicht, was du meinst. Aber ja, wenn halt wenn das Volk regiert wird von Experten, da gibt's. Ist das nicht Technokratie sogar? Da gibt's einen Begriff für Scheiße. Ja. Das will ich jetzt wissen. Wissenschaft regiert. Da gibt's einen Begriff für und ich will den jetzt wissen. Das Wichtigste ist halt, dass man als kleine Partei Aufmerksamkeit erregt, weißt du? Und das. Da kann man gute Stunts machen, da kenne ich mich aus mit. Wir müssen dann halt nur vorher mal die Bild-Zeitung anrufen, damit ja. die bereitstehen. Ja, gerne. Wenn ich dann vor den Bundestag kacke. Also hier steht, unter Technokratie wird heute eine Form der Regierung und der Verwaltung verstanden, in der alle Entscheidungen auf sozial, neutralen, wissenschaftlichen, technischen Wissen aufbauen. Ja, so ungefähr. Also Technokratie ist es doch. Aber wir sind halt trotzdem der Mittelmann, der vom Volk ist, weißt du? Ja. Die Leute haben auch keinen Bock, dass irgendwie Klaus-Dieter Dr. Ustinov da vorne steht. Aber wir koordinieren das einfach, ne? Wir genau. Sagen, ja. Wir sind halt trotzdem die dann bei Lanz sitzen und sagen, jetzt laber doch mal nicht allen immer dazwischen, Lanz, Alter. Die wollen doch mal hier auch Ausreden hören können. Die sollten eh mehr Faktenchecks in ihre Talkshows einbinden. Das machen die ja fast gar nicht. Hm. Es kommt vor, dass Lanz manchmal aufs Ohr bekommt, hier, der lügt gerade, der Porträt von der AfD, aber es ist halt sehr selten. Das müssten die bei jedem Satz müssten die recherchieren. Wenn es echt eine grobe Lüge ist, auch einschreiten. Ja. Und da bin ich jetzt eigentlich nur drauf gekommen, weil du halt auch nochmal Gysi hier in den Raum geworfen. Nee, ich habe den, glaube ich, selber geworfen. Egal, wir werfen den gar nicht, der Mann ist alt. Ja. Aber der ist ja auch einer der beliebtesten Politiker, weißt du, der auch immer so, oh ja. Also nicht er sagt das, sondern die Leute in den Kommentaren so. Also ich bin ja ganz weit entfernt davon, Linke zu wählen, aber der Gysi, der ist schon einfach clever. Und der ist ja auch klug, aber der redet halt auch nicht wie der Standardpolitiker. Der spricht sehr einfach, genau. So, und das ist ein großer Punkt einfach. Ja, das stimmt tatsächlich. Naja, gut. Was ist denn sonst noch passiert? Ich kann gleich noch was anfügen, gerne. Aber du hast da was Buntes. Komm mal erstmal deine Barbie oder was. Ich habe was Buntes und zwar gibt es ein Kinderspielzeug, nämlich Wicked-Puppen. Manche werden es schon gelesen haben. Das sind Vibratoren. Es ging so ein bisschen viral, fast ähnlich. Und zwar wurde auf diese Puppenserie eine falsche Webadresse gedruckt. Ah, stimmt, das habe ich mitgekriegt. Genau, und zwar gibt es wohl Wicked.com, was zu einer Pornoseite führt. Hast du das für unser Viertelwissen, hast du das recherchiert? Ja, aber eigentlich sollte halt drauf gedruckt werden, Wickedmovie.com. Mhm. Und jetzt haben ganz viele Puppenpackungen diese Porno-Domain abgedruckt und viele Eltern regen sich natürlich direkt darüber auf. Und der Tipp von der Firma war, dass sie einfach das überschwärzen sollen. Guter Tipp. Ja, finde ich gut. Aber ganz ehrlich, wenn du so eine Low-Existenz bist, dass du bei einem Spielzeug auf eine Website draufklickst, also dann hast du das. Das machen manche, doch, also das ist ja ein Standard. Ein Spielzeug auf eine Website. Das ist Standard, dass man seine Website draufdruckt. Ja, draufdruckt, aber du als Kunde, wenn du dann dir denkst, oh, ich habe jetzt hier eine Barbie, ich guck mal auf die Website. Das macht doch keiner. Ich mach's auch nicht, weiß ich nicht. Ja. Deswegen, ich habe auch selten Barbies zu Hause. Das ist gut. Gutes Marketing. Ja, finde ich auch. Kann auch Absicht gewesen sein vielleicht, ne? Aber Wicked, ist das Aschenputtel irgendwie oder sowas? Wicked Witch? Was ist ein Wicked Movie? Irgendwas mit Hexen, ja. Sieht so aus. Das ist eine Hexengeschichte, ich kenne die auch nicht. Aber ist Musical, glaube ich. Wicked Witch ist ja von Oz. Zauber genau, von das, Oz. Das ist doch ja gar die, nicht Aschenputtel. Wicked ist doch die ist nicht die Vorgeschichte von Zauber von Oz oder so. Kann sein, ne? Genau, irgendwie sowas in der Art. Naja, die Nachgeschichte von Johnny Somali, den wir letzte Woche schon angesprochen haben, die ist interessant. Der hatte ja letzte Johnny Woche Salami? Johnny Salami, dieser Influencer, Herr Tutorial, kennst du? Ja, ich glaube schon. Der ist es nicht. Nee, da klingelt was. Sondern der Typ, den ich halt in Japan als Problem angesehen habe, der jetzt nach Südkorea weitergewandert ist. Da stand im Raum, dass er 10 Jahre bekommt wegen Harassment und so. Hm. Jetzt steht im Raum, dass er 7 Jahre Gefängnis bekommt. Ist ja weniger. Ja, aber wegen einer anderen Sache. Also vielleicht addiert sich das auf. Und zwar hat er so getan mit Deepfake AI, dass er mit einer koreanischen Frau zusammen sei. Und dann denkt man sich jetzt erstmal, und dann stellt sich raus, in Südkorea ist das ein ganz großes Ding, weil es eine Riesenwelle gab von 30.000 Nutzern auf Telegram, die unter anderem auch so
nicht sagen, was ist ein Grundschüler, erweiternd, was ist denn das bei uns, erweiterte Schule, also der Oberbegriff. Nicht Grundschüler, nicht Hochschüler. Sekundarschule. Irgend sowas, ja. Also Minderjährige auf jeden Fall. Mhm. Die haben pornografische Deepfakes von ihren Lehrern an der Schule gemacht. Mhm. Und deswegen ist das ein ganz großes Ding. Mhm. So, und der ist jetzt quasi von diesem harten Durchgreifen betroffen. Ja, aber der ist keine wegen der vergleichsweise unschuldig, also unschuldig nicht, aber, ja, aber für das, was er gemacht hat und bekannt ist, ist das sehr nichts einfach, weißt du? Naja, also ich kann es verstehen, wenn man so ein Gesetz macht, wenn man so reale Menschen halt irgendwie auf so Porno-Filme draufsetzt. Aber er hat doch offenbar einer erfunden. Es ist einfach irgendeine wahrscheinlich halbwegs bekannte koreanische Frau. Ach so, okay, dann das ist schlecht. Bis zu 7 Jahre dafür, das ist schon echt hart. Also es ist ja nicht mehr Pornografie in dem Sinne, sondern irgendwie haben halt AI-mäßig geküsst oder so. Sollte eben, ich finde, das muss immer gekennzeichnet sein. Es gibt auch bei auf YouTube so ganz viele Videos, die so KI-generiert sind, die aber so nicht gekennzeichnet sind. Und das kann halt dann zu Verwirrungen sorgen. Ja. Und ich glaube auch, das kommt mittelfristig. So eine Verpflichtung von, geht es bei Meta auch schon, dass du angeben kannst oder sogar sollst eigentlich, ob dein Inhalt KI-generiert ist. Hm. Ja, ich glaube, da ging es dann wirklich eher um die Nacktheit und weniger, wie es erzeugt wurde. Aber ich weiß nicht, klar, wenn es bei Telegram ist, ist es schon so semi-öffentlich. Hm. Aber wenn die jetzt das irgendwie für sich machen würden, weiß ich jetzt nicht, ob das auch dann verfolgt wird. Weil, also, gute Frage. Ist ja quasi ein opferloses Verbrechen, sag ich mal. Mhm. Aber wenn es natürlich public wird, dann hast du als Lehrer ein Problem, wenn dann plötzlich irgendwie ein Bubi-Bild von dir unter den Schülern rumgeht. Bei uns ging damals ein Nacktfoto eines Lehrers rum in der Schule, denn der hat wohl seinen USB-Stick verloren und da waren halt FKK-Bilder von ihm und seiner Frau drauf und die wurden dann rumgeschickt per Bluetooth damals. Das Verbrechernetz der frühen 2000er. Ja. Geil. So war es früher. Nee, Infrarot auch teilweise noch. Beim Gameboy. Ich hab's nicht bekommen, also ich wollte es auch gar nicht haben. Ja, so. Ja. Nee, wirklich, ich wurde gefragt, was haben will. Ich hab gesagt, nee, zeig mal so, wir wollten es mir auch mal angucken. Dann habe ich aber gesagt, nee, mir reicht es einmal anzugucken. Okay. War das überhaupt ein Ding auch bei euch, dass es auch so Nudes von so Schülern und Schülerinnen rumging? Also ich habe das neulich erst im Stream erzählt. Wir hatten einige Porns, die rumgingen. Also auch eine Freundin von mir hatte was. Das hatte ich selber nicht, aber das war jetzt auch nicht so explizit. Aber da hat halt ein böser Ex-Freund von ihr quasi so Revenge-Porn-mäßig Sachen rumgeschickt und dann gab es eine aus Weimar West, die halt wirklich regelrecht ein Porno gedreht hat und da war so, da lief im Hintergrund Blondie mit Heart of Glass und deswegen habe ich bis heute doch diese Erinnerung so eingebrannt und das ging halt richtig rum und die war, glaube ich, damals auch nicht volljährig, aber gut, wir waren halt irgendwie 15 selber, oder so und die war dann 17, aber also aus einer gesetzlichen Sicht schon, glaube ich, nicht so gut, dass das rumging, aber das war halt normal, ne? Ja, wir hatten zum Beispiel einen, das hat sich mein Hirn eingebrannt, der war auch erst, weiß ich, 15, 16 und der hat von sich aus Nudes von sich rumgeschickt und er hatte einen wirklich sehr kleinen Penis. So, aber noch so kindlich, weißt du? Und hat also, okay. Ja, das hat so rumgeschickt. Gutes Intro. Und das fand ich faszinierend, weil eigentlich war das sonst immer so, wenn zu Nudes unsere Schule rumging, haben die alle so ihre riesen Pimmel präsentiert, so die Jungs so und oder die Mädels halt so haben so ihre Brüste gezeigt. Aber der war so, give a fuck, so hat sie von sich so ein Spiegel-Selfie gemacht. Das sah einfach aus wie ein nacktes Kind. Und es ging halt so rum und ich dachte, Alter, also erstens fand ich das unangenehm. Und zweitens dachte ich aber auch irgendwie so Respekt, dass er das. Ich dachte erst, der arme Sohn, dann meinten die aber, nö, ich schick das selber rum hier durch irgendwelche Schüler-VZ-Gruppen und so. Das ist, hat er selbst gemacht. Das fand ich total krass. Ich kriege das Bild nicht mehr aus meinem Kopf. Also es ist so, fand ich komisch. Witzig. War vielleicht ein bisschen Oversharing jetzt. Das war so. Nee, ist okay. Also zum Thema so Nudes durch Schulen schicken, ist das so was mir zuerst aufploppt, ja. Fand ich krass. Ja. Liebe Grüße an dich. Wenn du das hören solltest, ich habe noch Respekt davor, dass du so einfach einen Fuck gegeben hast. Ja. Könnte auch so ein Projekt gewesen sein. So alle schicken irgendwie ihre riesen Pimmel da durch die Schule und ich mach mal eins von. Guck, das gibt's auch. Das gute alte Projekt Riesenpimmel. Ja. Riesenpimmel halten auch alle Krypto-Pros jetzt ins Internet, weil die sich so freuen, dass der Bitcoin auf einem All-Time-High ist. Ich gucke jetzt nochmal nach aktuellen Zahl. Ah, okay, ist wieder ein bisschen abgefallen. Plateaut jetzt gerade. Also der Hype ist schon da für die 100.000-Marke, dass sie durchbrochen wird, krass, aber aktuell
ist es nicht so. Wir sind bei 86.100. Und diese insufferable Leute, also hier All-Time High, ne, ist schon... Hm. Diese insufferable Leute sind jetzt gerade richtig am Durchdrehen. Aber gibt es einen Grund für? Also Hater würden sagen, dass Trumps Wahl auch damit zu tun hat, beziehungsweise, guck mal, hier ab Trumps Wahl ging es nämlich bergauf, von 62.000 auf 86.000 nun, beziehungsweise hängt ja Kollege Musk damit drin. Und viele sagen auch, dass das, was er tut, nachhaltig dem Dollar schadet oder schaden wird, was halt Aufwind für Kryptowährung geben kann. So, das kann man jetzt nicht als alleinigen Grund sehen, aber der ist ja trotzdem auch so ein Vorreiter für Krypto. Ja, der hat ja jetzt auch sein, wir machen gerade einen Smooth Transition zu dem Scheiß, der in Amerika passiert. Gerne. Der hat ja seine super geile neue Agency, ja, und zwar Department of Government Agent, Government Efficiency, so rum. Doge abgekürzt. Ja, also ach doch, das kenne ich. Dogecoin. Ah, ja, das kenne ich, ja. Und das ist dann witzig, ja. Und da haben auch ganz viele in diese Kryptowährung halt reingebuttert. Das ist ursprünglich dieser Hund, den jeder kennt, dieser Meme-Hund. Und dann gibt es auch eine Kryptowährung für. Und jetzt heißt dieses Government-Ding so, es ist kein offizielles Ding, weil das wäre dann in höchstem Maße illegal, weil der ist ja ein Private Contractor, der halt Verträge hat. Es ist trotzdem absurd, ja. Mhm. Aber der hat ja Verträge mit der amerikanischen Regierung und hängt so mit drin. Wenn der dann aber wiederum für die Regierung offiziell arbeiten würde, könnte der ja da Korruption Interessenkonflikt machen. Interessenkonflikt, na klar. So. Ganz klar. Aber er macht es halt trotzdem, nur dass es keine offizielle Zweigstelle der Regierung ist, sondern nur ein beratendes nebenher. Genau. So, ja. Und die haben sie jetzt zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, und more blatant corruption gibt es wahrscheinlich nicht, dass die NASA unter anderem Funding entzogen bekommt. Ja, und wenn man jetzt denkt, okay, Elon Musk hat ja es mit SpaceX so ein bisschen Konkurrenz und dann entzieht er quasi mit seiner Efficiency der NASA ihre Fundings. Das, also offensichtlicher geht es eigentlich gar nicht, wie korrupt der Laden ist. Aber es wird noch viel, viel besser. Wir freuen uns. Also ich kann jetzt wirklich das nur noch aus Außenperspektive beobachten und mich jedes Mal freuen darüber, was wieder für Entscheidungen getroffen werden. Man kann sich so vorstellen, also Tulsi Gabbard zum Beispiel, die ist so die Wagenknecht von den Staaten. Die ist jetzt quasi die Chefin von, wie sagt man, Intel Information Government, also so die Geheimdienstministerin also Innenministerium quasi, oder? Nee, das ist anders nochmal in den USA, stimmt, ja, ja. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber Tulsi, ne, da ist auch so viel, die war in Russland und die soll wohl ein Spy sein, und das ist nicht so ganz bestätigt, aber so ein ähnlicher Vibe wie bei Wagenknecht. Is she not, aber die ist ja schon ganz schön pro Russland. Und sie taucht ja auch auf in Papieren aus dem Kreml, ne, also ja. Relativ, also einseitig nicht so unbedingt von wegen, wir bezahlen sie. Aber sie wird oftmals, also Wagenknecht wird oftmals so bezeichnet als so Helferin oder als nützlich für die Propaganda von Russland. Ja. So, und dann haben wir gleichzeitig einen Fox News Talkshow Host, der Chef vom Militär wird. Dem ich nie die Hand geben würde. Jetzt können wir ungefähr so vergleichen, wenn Julian Reichel zum Beispiel unser Militär plötzlich geben würde. Du würdest ihm die Hand nicht reichen, weil der vor 5 Jahren gesagt hat, er hat sich 10 Jahre lang nicht die Hände gewaschen. Weil es sowas wie Germs nicht gibt, also Bakterien. Ja. Weil er sie nicht sehen kann. Genau, kann sie nicht sehen, deswegen gibt es sie auch nicht. Ja. Offenbar ist auch Luft, finde ich, existent. Ne? Wie heißt der? Pete Hexeth oder so, falls man das hier Pete, genau. Ja, Pete Hexeth. Und der nächste ist ein Anti-Vaxxer, aber das wussten wir ja vorher schon. RFK also Junior, er rasiert quasi noch, er wächst noch nicht. Genau. Ja. RFK Junior ist der Kennedy, der ja auch vorher schon, ach, du hast ihn hier auch, oder ist er das nicht? Nee, ist ein anderer. Ja doch, das ist... Der das wird ist der, halt ja. Quasi der neue Gesundheitsminister. Genau. Und der ist komplett gegen alle. Genau, er ist Impfgegner, Impfungen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Er lehnt jede Impfung quasi ab, er redet von Chemtrails und die unsere Kinder transgender machen und so, geht Antidepressiva die Schuld an Amokläufen, an Schulen, WLAN verursacht Krebs und Kinderlähmung kann man nur verhindern durch bessere Hygiene und so, soll er seinem Kollegen Pete Hexu, wie er heißt, nicht erzählen. Und hat auch zu Covid-19 natürlich diese Bill-Gates-Mythen aufgebracht. Also völlig unwissenschaftlich
ohne irgendwelche Grundlagen, hat keinerlei Erfahrung in diesem Bereich, also im Gesundheitsbereich. Ja. Das ist spannend, weil ich beobachte ja die Kommentarspalten bei Facebook, unter anderem, um zu gucken, wie so die Boomer-Generation so denkt und tickt und wie sie Sachen findet. Und das Spannende ist, oftmals wird ja Leuten vorgeworfen, wie Karl Lauterbach, der hat wenigstens eine medizinische Ausbildung, er hat ja Medizin studiert, aber dem wird vorgeworfen, er sei ja nicht mal Professor und richtig, hat er noch nie gelehrt, deswegen ist er nicht geeignet für einen Ministerposten als Gesundheitsminister. Aber hier dieser Kennedy, ja, der nichts damit zu tun hat, ja, der ist eine super Wahl von Trump. Das sind die gleichen Leute und das finde ich halt so spannend. Dass ach, das sagen so die deutschen Facebook-Boomer. Auch, genau. Weil ja. Finde ich gut, dass du da am Puls der Zeit bist. Dass Trump nur die richtigen Leute ernennt. Ja. Und wenn man dann sowas schreibt, wie halt keinerlei Ahnung von Gesundheitsthemen und so, im Gegensatz zu Karl Lauterbach zum Beispiel, den er ja auch ablehnt, dann ist meistens Ruhe und dann können sie nichts mehr argumentieren. Mhm. Oder sie sperren mich und kommentieren dann, damit ich in den Kommentaren nicht sehe. Gibt es auch ganz oft, aber... Ja. Ich glaube, ich bin im Conservative-Subreddit, wo ich sehr, sehr oft bin, geshadowbanned, weil ich habe da jetzt echt oft mal irgendwie jemand geantwortet oder was geschrieben und keiner reagiert da jemals drauf. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, es gibt eine Masche von wegen, sie kommentieren bei dir, bei Facebook zumindest, und schreiben da sowas rein wie, jetzt wirst du eh nichts mehr antworten können, ne? Dann blockieren die dich und du kannst die Kommentare niemals sehen und von außen sieht es aber so aus, hättest du echt keine Antwort mehr bekommen. Das ist eine Masche von denen. Ja, ich glaube, auf Reddit funktioniert das so nicht. Das weiß ich nicht. Egal, es geht ja noch weiter. Wir sind ja im Kabinett des Grauens noch nicht fertig. Denn wir haben zuletzt noch Matt Pizza Gates, könnte man sagen, weil Pizza Gates ist ja eigentlich so ein witzig. Ding. Ja. Die Clintons und so, die da sich von Kindern ernähren. Hier ist es andersrum, denn Matt Gates ist unter anderem angeklagt oder wird gerade geprüft wegen Sex Trafficking, Human Trafficking und Statutory Rape. Also das ist quasi, wenn du in Amerika eine bummst, die nicht volljährig ist, dann ist es halt quasi dadurch, dass sie nicht voll konsenten kann. Vergewaltigung. Das ist bei uns ein bisschen anders, ist vielleicht da ein bisschen streng, aber da das hier in dem Fall dazu kommt, dass das halt wirklich alles so ein bisschen fishy ist, wegen großen Sexpartys und er halt eine Person mit Macht ist und er sie halt über Stateslines transportiert hat, wo das, glaube ich, legal ist, mit ihr Sex zu haben oder so, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also der wusste schon, was er macht. So. Hm. Und deswegen ist das alles fishy. Und diese Person soll halt Attorney General werden. Das ist eine Wahl, die selbst im Conservative Subreddit als sehr, sehr seltsam zumindest betrachtet wird. Weil selbst die Republikaner untereinander finden den halt nicht geil. So. Wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich alle Menschen, die in der ersten Trump-Ära mit Trump gearbeitet haben, von ihm nichts mehr wissen wollen. Ne? Mhm. Das war ja so, dass Trump zu Beginn, wenn er Leute so ernennt, die immer so in den Himmel hochlobt und sagt, ja, das ist besser für den Job und so total schlau und so, und er wird halt diesem Posten gerecht. Und sobald die aber Trump kritisieren, fliegen die raus und werden dann als größte Idioten von Trump dargestellt. Und ich bin gespannt, wer als erstes fällt von den Leuten. Das könnte Elon selbst sein, und da gibt es auch jetzt die ein oder andere Newsquelle, die meint, wir haben Insider-Informationen, dass der mittlerweile allen auf den Sack geht. Und das halte ich für nicht so unwahrscheinlich, wenn da zwei Narzissten aufeinander prallen und sich gegenseitig das Spotlight wegschnappen. Ja, also was dumm ist, weil eigentlich ist es doch für die voll die geile Lage gerade, ne? Trump als der mächtigste Mann der Welt, Musk als der reichste Mann der Welt, die könnten doch so viel bewegen eigentlich für ihre Ideologie. Ja. Passt mal, soll man lieber aufpassen, die beiden. Ja. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Pick. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wenn es ist. Ich glaube, Botschafter zu Israel. Könnt ihr aber selber nachlesen. Und das ist ein Endtimes-Believer. Das ist jemand, der daran glaubt, dass das große Crackening, diese Leute, die sagen, bald kommt das Ende. Ach so, naja. Wie nennt man das, Alter, ne? Fuck, ich komme gerade nicht drauf. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall müssen dafür ein paar, also wo dann alle quasi alle in den Himmel fahren und mit Jesus. Ach, cool ja, sind. Judgment Day und so. So ungefähr, ja, genau. Und was für Judgment Day relevant ist, ist, dass Israel das komplette heilige Land besitzt. Ja? Und tatsächlich funktioniert das gerade nicht, weil da gibt es leider diesen blöden Gazastreifen. Der muss halt weg und Westbank, ja, das muss ja auch nochmal gesäubert werden, sag ich mal. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, die ganzen Leute, die Kamala Harris nicht gewählt haben, weil die ja vielleicht nicht zu sehr pro Gaza ist, die sind jetzt ein bisschen am Erwachen, weil die sich denken,
warum kommt denn da jetzt so ein Endtimes-Believer und sagt, wir müssen da vielleicht mal aufräumen? Hm. Also es gibt erste Leute, die das bereuen, aber ich sitze das aus und freue mich. Das ist ja immer so. Und ich habe auch gelesen, dass wohl auch die Google-Suchanfragen gestiegen sind für Sätze wie, kann ich meine Stimme wieder zurücknehmen? Ja. Was will Trump eigentlich und so? Oder wie kann ich auswandern? Und wohl auch jetzt schon Leute sich quasi abgemeldet haben aus den USA und nach Kanada ausziehen und so. Und bei Twitter. Es gibt bei Blue Sky absolute Rekorde für Neuanmeldungen. Millionen Leute. Und bei X löschen sich gerade sehr viele, ne? Was ich eine lange Liste von Leuten nicht so geil finde, weil... Also Steve King gestern schon gesagt, ne, als du meintest, so, wenn die ganzen coolen Leute rausgehen, wird es halt immer mehr zur Echo Chamber. Aber ich weiß nicht, inwiefern es das so ein Argument sein sollte, wenn eine Plattform echt so richtig nach rechts abtrifft oder schon, diese ist nach rechts gekippt eigentlich schon, ja. Und du einen an der Macht hast, der die Plattform einfach ruiniert und der machen kann, was er will, der bringt es, glaube ich, nichts, dass du dann noch bleibst. Der ist über jeden User stolz und sagt, hier, wir haben immer noch so und so viele Milliarden User oder um Traffic. Und wenn sie aber alle coolen Leute abmelden würden, dann sind halt diese ganzen Leute nur noch unter sich oder aber reichen auch keinen neuen mehr, weißt du? Und kann niemand mehr überzeugen. Wenn alle Anti-Right-Wing-Leute da rausgehen würden, dann würde sich Twitter von selbst erledigen. Ja, die ganzen Firmen müssten halt auch rüberwandern. Da ist jetzt ein bisschen das machen Problem. Ja viele. Mit Blue Sky und Threads gibt es ja zwei Plattformen, ja, die Twitter-Kopien sind. Und Truth Social, wenn man das noch reinnehmen will. Ist nicht wirklich eine Alternative jetzt für die Unternehmen vielleicht, ja, aber... Und ich glaube, es wäre halt besser, wenn es nur das eine gäbe. Das ist der Freimarkt. Das ist der Freimarkt. Mhm. Ich sage ja nur, dass das nicht so gut ist. Weil wenn die ganzen Firmen alle abwandern, so, weißt du, und die ganzen Celebrities alle abwandern, dass das halt wirklich, wenn das dahin läuft, dann finde ich es ja wieder gut. Weil dann ist es einfach, dann wird Twitter irrelevant. Aber so ist es ja aktuell noch nicht, weil halt die ganzen Firmen, Celebrities und so eher noch da sind. Ja, aber es ist ja, glaube ich, trotzdem, also vom Gefühl her ist es sinkend. User, aber ich weiß es nicht genau, wie die Userzahlen sind. Die haben ja auch sehr viele Bots bei Twitter, darf man nicht vergessen. Und ich habe noch ein Mini, ich will nicht Comeback sagen, aber ich war sehr überrascht. Und zwar hat Trump getweetet, do you think that bright flags should be banned from all government buildings? Yes or no? Hat ein Bild gepostet von der bright flag zwischen amerikanischen Fahnen. Und jetzt gab es eine Person, hast du schon gelesen, ne? Nee. Die geschrieben hat, no, 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 sollte nicht gebannt werden. Jetzt darfst du raten, wer das war. Ja, drei Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Nummer 1 ist Hulk Hogan. Mhm. Nummer 2 ist Attila Hildmann. Mhm. Nummer 3 ist Michael Wendler. Wer von den dreien widerspricht Trump und sagt, Bright Flags dürfen nicht gebannt werden von öffentlichen Einrichtungen? Also Hulk Hogan wäre sehr seltsam, weil der so aggressiv gesprochen hat für Trump. Hm. Attila Hildmann, also ich glaube, es ist dann halt ein Deutscher. Attila Hildmann würde ich ihm jetzt auch nicht attestieren. Also am ehesten noch Wendler, weil der auch so eine junge Freundin hat, die vielleicht in diesen Kreisen eher verkehrt. Und so ist es auch. Michael Wendler hat auf... Wo steht das denn? Ach, da unten. Weil genau, ich habe es zugehalten. Und es ist, ich habe auch nachgeschaut, echt sein Account. Also der will sich wieder weißraschen. White-raschen. Der will sich wieder white-raschen. Weißwaschen. Ja. Also es ist schon interessant, ne? Also ich bin... Jetzt höre ich seine Musik plötzlich. Ja, das nicht, ne? Also da muss doch einiges passieren, dass Wendler wieder so in okaye Kreise für mich kommt. Mhm. Aber trotzdem war ich überrascht davon. Aber er ist ja auch ein Fähnchen im Winter... Michael Wendler ist einfach nicht klug genug, um seine eigenen Taten abzuschätzen und ist, glaube ich, mehr reingeredet worden damals in diese ganze rechte Verschwörungsscheiße und kam da einfach nicht mehr raus. Und jetzt, wo halt seine Konzerte reihenweise natürlich ausfallen und nicht mehr stattfinden, weil viele sich jetzt weigern, mit ihm aufzutreten, muss er irgendwie auch sich jetzt irgendwie was Neues einfallen lassen. Ja. Aber trotzdem, wenn diese Boykotts Michael Wendler und Co. dazu bewegen, wieder cool zu werden, auch Xavier Naidoo und so, dann sind die für mich willkommen. Sie müssen aber auch aufrichtig sagen, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie dumm waren und jetzt aber sich umorientieren wollen und aufgewacht sind. Dann bin ich bereit, wieder Michael Wendler und Xavier Naidoo in die Playlist reinzupacken. Ich bin gespannt. Ich bin immer noch am Grübeln, wie dieses fucking Reckoning heißt, aber nicht das Reckoning, sondern Mike Huckabee heißt sie übrigens. Ich habe das eben, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Mhm. Und ich bin immer noch, da gibt es halt dieses hässliche Wort für, Alter. The Crackening. Gibt's bestimmt, mir fällt's gerade nicht ein. Ich muss dann ChatGPT fragen. Und ich habe noch zum Schluss eine kleine Geschichte, und zwar gab es ja diesen Prominenten in den USA, der nennt sich Nick Fuentes. Ja.
Und der ist ja ein starker Anhänger und hat auch die Phrase groß gemacht, Your Body, My Choice. Haben wir schon im, ja, der wurde jetzt zu Hause heimgesucht, deswegen. Haben wir schon im Vorgespräch kurz besprochen und jetzt wurde er quasi gedoxt, ja. wo er wohnt und haben Leute dazu kommentiert, Your House, Their Choice. Und finde ich ganz cool, ich bin gegen Doxing, aber bei solchen, ich nenne ihn mal, bei solchen Arschlöchern, finde ich es gerechtfertigt, wenn man da mal unfair spielt. Ja. Finde ich. Ich finde es okay. Verstehe ich. Ist trotzdem ein bisschen kacke, aber der ist halt wirklich also offen Nazi und Faschist. Genau, bei solchen Leuten da, ist es angemessen. Da kann man dann vielleicht wirklich mal ein kleines bisschen sagen. Vor allem ist es jetzt auch nicht per se illegal, bei jemandem zu klingeln. Ne? Also Stalken ist natürlich so eine Sache, aber es gibt halt einen Clip, wie eine Frau bei ihm klingelt und er direkt die Tür aufmacht und ihr Pfefferspray ins Gesicht spritzt. Und das ist, glaube ich, rechtlich nicht gestattet. Was, eher ihr? Eher ihr, ja. Naja, aber wenn sie auf seinem Grundstück ist? Sie klingelt ja einfach nur an der Tür. Da kann doch jeder Postbote bei dir klingeln und dann hast du das Recht, darf den zu töten. Ist doch ist noch in den USA so, oder? Ja, weiß ich nicht. Ob also, na, ich frage jetzt ChatGPT, ob es da irgendwie was gibt. Das macht mich sonst fertig. Aber ja, Nick Fuentes, der ist so ein richtig guter Typ. Was hast du nur gefragt jetzt? End Times. Wie heißt denn das? The Crackening. The Rapture, Alter. The Rapture is coming. Das meine ich. Noch nie gehört. Die Entrückung. Häufig mit der Erwartung einer Entrückung, in Klammern Rapture, verbunden, bei der Gläubige vor den schweren Prüfungen in der Endzeit in den Himmel geholt werden. So. The Rapture is coming für Israel. Vielen herzlichen Dank, Mike Huckabee. Was dazu noch passen könnte, ist, dass Gil Ofarim sich auch inzwischen entschuldigt. Erneut. Gil Ofarim war ja der jüdische Musiker, der erwischt worden ist, wie er einen antisemitischen Vorfall gestaged hat. Mhm. Einfach mal googeln, wer mehr dazu wissen will. Und seitdem hat sich seine Musiker- und Schauspielkarriere halt wirklich, ist eingebrochen, ne? Und wird nicht mehr gebucht und nicht mehr so viel gehört. Ja, aber wie kann der jetzt arm sein? Der ist doch Jude. Tja. Das funktioniert doch gar nicht. Und jetzt hat er halt gesagt, er will halt eine zweite Chance haben und ihm geht's schlecht und er hat sich Hilfe gesucht, trinkt keinen Alkohol mehr und so. Sieht jetzt klarer und möchte wieder aufgefangen werden von den Leuten. Hey Leute, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Bitte kommt zu meinem Konzert hin. Genau, er hat sich dabei mental, aber auch körperlich an sich gearbeitet, hat jetzt 25 Kilo verloren, trinkt keinen Tropfen Alkohol, sieht die Dinge viel klarer und möchte sich was Neues aufbauen und den Respekt zurückgewinnen und so. Ja, wie geht man um mit so jemandem? Also, ab wann kann man so jemandem wieder vertrauen? Der war mir vorher scheißegal und ist mir jetzt noch scheißegal. Deswegen bin ich da ein bisschen befangen. Aber es reicht doch. Scheißegal sein ist doch voll okay. Okay. Er will nur nicht mehr gehasst werden, glaube ich. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass der Richter damals vor dem Fall auch gesagt hat, ich habe Ihr Buch gelesen, Herr Ofarim. Ich weiß, wie Sie sind. Mhm. Dass er wohl öfter schon solche Sachen gebracht hat. Und auch was sie sich selbst auch im Buch schreibt, als dass er gelegentlich lügt und so und nicht und manchmal auch Ausraster hat und so. Mhm. Deswegen ist es aber auch so ein bisschen so ein Typ-Ding. Ne? Und er muss sich wohl erstmal bewähren und sich beweisen, dass er wieder irgendwie in Ordnung ist und von der Gesellschaft aufgefangen werden kann. Ich habe hier noch einen Link, den ich mir angucken. Achso, UFOs sind real. Das ist diese Woche noch so rausgekommen. Beziehungsweise das ist halt immer noch so ein bisschen, also es wird noch ein bisschen gehandelt wie ein Nothing Burger, weil die halt nicht firsthand haben, sondern Erfahrungsberichte, aber es gab halt ein Congress Holding in weiß ich nicht wo, ist scheißegal, und da werden Leute befragt und die sagen unmissverständlich, dass die sicher sind und bestätigen, dass die Vereinigten Staaten außerirdisches Leben in irgendeiner Form haben und außerirdische Technik. So. Ah. Aber schön. Da muss man halt gucken, weil das kann ja, also ein UFO ist ja einfach ein Unidentified Flying Object. Genau, es kann ja auch sein, dass dein Nachbar... Das hatten wir ja schon mal und deswegen ist das immer noch nicht so ganz klar. Ja. Aber außerirdisches Leben, ja, außerirdische Technik ist nochmal was anderes. Es ist halt, ich will mich da noch nicht 100% reinlehnen, weil es irgendwie noch nicht so ganz... Das ist bei diesem UFO-Scheiß ist halt immer wieder so, ne? Aber... Mhm. Also für die UFO-Gemeinde ist das ein großes Ding, ja. Für mich jetzt noch nicht so sehr. Aber wie gesagt, die haben halt wieder Sachen, die sie nicht ganz erklären können. Aber es könnte ja wieder irgendeine komische chinesische Drohne oder sowas sein. Und das sind keine Leute, so wie ich es verstanden habe, die da direkt dran gearbeitet haben. Eigentlich wollte ich auf einen anderen Twitter-Link, den habe ich jetzt hier ganz vergessen mit den UFOs, aber
da können wir ja kurz drüber reden, der Anzeigenhauptmeister macht nämlich jetzt irgendwie Fetischvideos oder also, weiß ich was. Hast du auch geschickt, ja, vielen geschickt. Dank dafür. Der hat sich einen Hitlerbart gemacht und sagt dann, ey, ich bin dein Meister und so, also ganz, ganz seltsam. Kann man die bestellen, die Videos? Ja, es hat so einen Fiverr-Vibe irgendwie. Ich glaube, man kann den kaufen für so kleine Videos. Euer Meister befiehlt euch, zeigt Falschparker an. So, es ist irgendwie ganz, es wirkt wie so ein Fetischvideo. Holocaust für Falschparker, ja. Ja. Und dann aber noch was sehr viral gegangen ist diese Woche. Und zwar auch wieder politisch, tut mir leid, aber interessant diesmal. Nicht die Vereinigten Staaten, sondern Neuseeland. Und da gibt es ja den Haka, ja, dieses Rumschreien und Rumdancen. Ach, hast du auch geschickt. Das habe ich dir auch geschickt. Genau, ja. Und da ging es darum, dass ein neues Gesetz verabschiedet werden sollte, der quasi die Maori in Rechten beschneidet. Und da wurde während des Hearings plötzlich so ein Haka angestimmt von so einer sehr attraktiven Dame in der Politik. Die brauchen als wäre das tut mir leid, Robin. Für die Populisten brauchen wir das auch. Das ist halt einfach, wir müssen die Leute da abholen, wo es nicht wehtut, sondern die Hose enger wird. Ist mir nur aufgefallen, entschuldige mal. Sie fängt auf jeden Fall auf einmal an mit so Schreien. Aah! Und dann geht dieser ganze Saal so. Ne? Ja. Wie das halt so ist. Und das war sehr, sehr geil. Da musste halt quasi der Prozess kurz unterbrochen werden. Aber es haben halt viele mitgemacht, weil das also es ist wie, als würden im Bundestag plötzlich irgendwie Schiri, geh doch nach Hause oder so anstimmen und alle machen mit. So ja, also kein guter Vergleich, glaube ich. Aber das ist deutsche Kultur. Ja, es geht halt im Bundestag nicht, habe ich auch, glaube ich, geschrieben. Das im Bundestag ist ja Demonstrations... Also man darf nicht demonstrieren im Bundestag, ne? Da sind auch schon mal die Linken rausgeflogen, weil die so Plakate hochgehalten haben mit irgendwelchen so free irgendwas. Das darf man im Bundestag nicht machen. Darf man auch nicht singen und so. Da gab es sogar schon streng. Rumgeheule wegen irgendeinem Antifa-Armband oder sowas. Ne? Button. Wie hieß die? Martina Renner von den Linken hatte so einen Antifa-Button dran. Und da hat Wolfgang Kubicki als Bundestagspräsident zu dem Zeitpunkt dann sie quasi aufgefordert, den abzunehmen. Ja, aber ohne Grundlage, weil die Antifa ist ja jetzt keine terroristische Vereinigung oder so, die verboten ist. Also es gibt keine Grundlage, das zu verbieten. Aber ja, sowas gibt es halt im Bundestag. Dann doch lieber ein Hacker. Ja, voll. Fände ich geil. Noch eine Mini-Meldung, und zwar wird Dwayne The Rock Johnson gerade outgecallt dafür, dass er gelegentlich an Filmsets im Flaschen pinkelt, weil er keine Zeit zum auf Klo gehen hat. Das ist einfach so ein guter, toller Schauspieler, ja. Der will keine Zeit verschwenden. Genau, Kopien. Naja, das Ding ist, er kommt immer ganz spät ans Set. Also sie planen wohl immer schon die Dreharbeiten so, dass er als letztes kommen muss. Ist immer zu spät und manchmal mussten die ganze Drehtage wohl verschieben, weil er nicht gekommen ist. Okay. Das ist dann natürlich ein Millionenverlust für so eine Hollywood-Produktion. Und das Schlimme an die Flasche pinkeln ist ja, dass die Assistenten das wegmachen müssen. Das heißt, er ruft die Assistenten... Die können das auf eBay verkaufen, wären reich. Ah, weiß er nicht. Na doch. Vielleicht. Aber das wollen sie vielleicht gar nicht. Und müssen dann diese warme, urin-gefüllte Flasche von The Rock annehmen und müssen die dann quasi wieder leer machen für die nächste Runde. Und das ist schon sehr schlimm. Er hat reagiert mit, das ist alles nicht so schlimm. Klar pinkel ich manchmal in der Flasche, weil ich keine Zeit habe. Aber sonst bin ich immer pünktlich am Set und so. Jedenfalls wird er da gerade outgecallt und viele Leute wollen nicht mehr mit ihm arbeiten. Ja, der hat ganz schön Fall from Grace gehabt die letzten 10 Jahre. Stattdessen sind John Cena und Dave Bautista sehr aufgestiegen, was so diese Wrestle-Schauspieler angeht. Ja. Der war ja lange Zeit der bestbezahlteste Hollywood-Schauspieler aller Zeiten. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Weil der auch aber dem geht es immer noch so gut, glaube ich. Ja, dem geht es auf jeden Fall gut, aber der ist halt nicht mehr so Everybody's Darling. Mhm. Und ich finde das persönlich ganz gut. Wird es die denn noch geben, so Everybody the Darlings, wenn die Gesellschaft immer mehr drauf guckt, was die Menschen falsch machen? Wenn die Welt immer woker wird? Die Welt wird nicht woker, geben? Du hast den Schuss nicht gehört, es geht wieder jetzt zurück. Das stimmt. Also, Abtreibung ist böse, schiebt den Fötus wieder in die Vagina rein, vielleicht ist das ja eine Alternative. Abschieben. Abschieben in die Vagina zuerst. Zurück. Abschieben, Föten zuerst. Okay. Was geht bei der Woche? Ich muss ganz kurz mal drüber lesen. Ich finde halt, dass diese Kabinettsernennung von Trump halt. Die hat mich gut entertained, ja. Also, wenn du dir wirklich die heilige Fünf-Scheißigkeit überlegst, dann kommst du bei den Leuten raus, die er gewählt hat. Das ist schon sehr, sehr witzig. Dann, wenn wir auf die Viralität gehen, ne, der Spruch, Your Body, My Choice ist auch ein Ding, was gerade sehr viral geht und wo die Twitter-Bubble gerade wieder am Overhypen ist. Also, ich bin schon bei einer 8, ehrlich gesagt. Auch wenn es jetzt nicht das eine Ereignis gab,
Aber ich finde, es ist gerade so, es passieren gerade viral viele Dinge, weißt du? Also ich würde fast einen Punkt abziehen wie diese Scheiße mit Mike Tyson, weil die halt am meisten Leute beschäftigt hat, gefühlt diese Woche. Naja, aber es war ja eben das Ding. Also klar war es enttäuschend, aber es war halt ein Hype. Hm. Weißt du? Und das gibt da eigentlich keinen Abzug. Also eine 8 fühlt sich nicht richtig an. Also mehr als 7,5 bin ich, glaube ich, nicht willing, hier meinen Emil drunter zu setzen. Das finde ich gut. Dein Otto kannst du aber unter 7,5 abgeben, ja? Ja. Dann 7,5, Leute. War die Woche. Aber also Trump hat da schon viel zu beigetragen, muss ich sagen. Weil ja, wie immer. Also aktuell trägt er ganz viel dazu bei. Naja, ich habe ja ein bisschen gehofft, dass nach der Wahl Trump nicht gewonnen hat und wir das nicht mehr so thematisieren müssen. Er wird die nächsten 4 Jahre noch begleiten. Naja. Hast du einen Song für die Playlist, Robin? Ja, hast du nicht vorhin gesagt, der Song muss rein? Ich überlege die ganze Zeit, welcher das war. Ich? Oder... hat das Marlene vorhin gesagt, tatsächlich. Ach ja, Marlene hat das gesagt. Ja. Hello, Father. Hello, Mother. Der muss rein. Googelt den mal. Der müsste Hello, auch so Father heißen. Hello, Father. Von Alan Sherman. Ja. Das ist der Workout-Song von Arthur Spooner bei King of Queens. Das ist ein Banger. Ah. Das ist ein sehr guter Ohrwurm. Gönnt ihr euch den. Playlist ist auf YouTube verlinkt in der Videobeschreibung. CS Brennholz Untermusik hat inzwischen 47 Saves schon. Ne, ist nicht schlecht. Und geht fast 14 Stunden. Also man kann damit echt so... Eine ganze Party durchfeiern. Ich tue einen Song in die Playlist, den gestern ein Partygast von mir in die Playlist getan hat, nämlich der Song One Night in Tokyo von Beast in Black. Das ist so ein einfach 80er, also es klingt nach 80s, aber es ist ein moderner Song, glaube ich, 80s, Post-Punk, irgendwas. Ich hoffe, der ist besser als One Night in Paris, das war enttäuschend. Der Film war ein bisschen enttäuschend, das stimmt leider. Deswegen kommt jetzt Beast in Black mit One Night in Tokyo in die Playlist. Hört rein, geile Songs heute. Ja. Mal wieder. Ja gut, an dieser Stelle war's das. Dann wünschen wir euch noch, dass ihr euch endlich mal wascht, ihr Dreckschleudern. Ja. Und vor allem die Hände nicht 10 Jahre nicht waschen. Das Boah, ist, Alter, das ist so ekelhaft, ey. Damit auch noch anzugeben. Oh. Die Frage ist ja, also der wird ja wahrscheinlich keine körperliche Arbeit machen. Ne? Wenn der war zwar im Militär früher, aber ist halt, wie gesagt, Talkshow-Host. Aber gerade er als TV-Host oder als Politiker, ich meine, gibt doch jedem die Hand. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ob der wirklich sichtbaren Dreck dran hat über diese 10 Jahre und ob dieser Dreck sich dann irgendwie durch Benutzung abreibt und welche Frau lässt sich davon berühren? Ich glaube, er geht schon duschen, wahrscheinlich so jeden Tag, ne? So, er wird schon an Schweiß glauben, an Körpergeruch hoffentlich, wo er auch die Hände mit reinigt. Aber nach Kacken nicht Hände wäscht und so, ekelhaft. Ekelhaft. Ja, vor allem mit öffentlichen Klos und so, ne? Naja, einen öffentlichen Klos habe ich in der Hose, ich muss nämlich aufs Klo. Geil. Und ihr wisst das jetzt, also es ist öffentlich. Geht schlafen, Leute, die Musik höre ich gerade. Schöne Sonntag. Die ist richtig laut jetzt. Ja. Manche müssen jetzt aufstehen und in den Tag starten, andere gehen jetzt schlafen. Andere sitzen gerade im Labor und arbeiten an ihren Impfungen und so. Ja. Tschüss. Ob manche auch Sex haben sonst im Podcast? Ich hoffe doch. Würde ich mir sehr wünschen. Oh, hello, Father. Hello, Mother. Das ist ein geiler Song. Muss ich auch nochmal reinhören, habe ich völlig vergessen, den Song. Oh, ich muss noch mal raus heute. Aus. Ich bin auf den Geburtstag eingeladen. Im El Burrito, glaube ich.